Also ich bin der Arthur Mühling, gehe in die 9a des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums und ich mache am liebsten Sprint. Ich bin die Sophia Vassileva, ich bin 13 Jahre alt, gehe in die 7C. Meine Lieblingsdisziplin ist Sprinten. Ich bin Daryl Amedegun-Darcy, Klasse 8D. Ich finde irgendwie die Vorbereitung, also das Training, finde ich sehr interessant. Dass man eigentlich nicht auf andere angewiesen ist. Dass man auch mal Sachen macht, die nicht leicht sind. Ich heiße Carlos Maestrovic, ich gehe in die 8. Klasse. Eigentlich eher Schlagball, weil da sieht man mehr, was passiert. Bei Kugel ist halt stumpf, weil du wirfst vielleicht 9 Meter oder so und dann, das war's halt. Also ich bin die Tessa Hipp, ich bin in der 9D. Ich bin Clara, ich bin in der 7. Klasse. Ich mag bei den 800 Metern, dass man halt wirklich das Letzte aus sich rausholen kann. Und auch wenn man am Anfang beim Start einen kleinen Fehler hat, dass man das noch leicht ausbügeln kann. Es ist schon anstrengend, aber man weiß, man hat das Ziel vor Augen, man will als Erster durchkommen. Ich bin der Björn Grotrian, ich bin am KKG und gehe in die Klasse 8B. Ich heiße Linus Müller, ich gehe aufs Käthe-Kollwitz-Gymnasium und bin dann in der Klasse 8B. Und meine Lieblingsdisziplin in Leichtathletik ist Hochsprung. Irgendwie diese Flugphase fühlt sich sehr toll an, finde ich. Dass man halt so auf sich selber fokussiert ist und sich auch immer weiter steigert in seinen Leistungen. Ich bin der Ruben Claire, ich bin 14 Jahre alt, ich bin in der 8B. Meine Lieblingsdisziplin ist Staffel. Ich bin der Leo Kremer, ich bin aus der 7B. Ich bin der Jonathan Christian Zefters. Mir gefällt am Staffel, dass man da nicht alles alleine macht, sondern auch ein bisschen mit anderen arbeitet. Man muss auch natürlich dann schauen, dass das Timing passt. Also ich bin der Thomas Schmidt, bin Lehrkraft hier am Käthe-Kollwitz-Gymnasium, unterrichte die Fächer Mathe und Sport. Ich heiße Thomas Rieger, ich unterrichte am Käthe-Kollwitz-Gymnasium und ich habe vor 7 Jahren das Leichtathletikprogramm an der Schule gegründet. Ich war 10 Jahre lang Zehnkämpfer für Ingolstadt und für München und bin mittlerweile Coach beim Post SV, wo ich auch schon einige Schüler, sagen wir mal, mit hingeschoben habe. In der Pandemie habe ich mir eine neue Aufgabe gesucht. Da habe ich für die Schule und für den Verein eine elektronische Zeitmessung gebaut, die endgültig das Problem von ungenauen Zeiten oder sämtlichem Diskussionsbedarf im Keim erstickt. Und die nutzen wir natürlich auch für unsere Veranstaltungen, die wir jetzt am Käthe anbieten. Haben wir noch den Usain Bolt Cup gemacht, und Lauf dich fit machen wir auch noch. Das heißt, ganz viele Events, wo wir Daten sammeln sozusagen. Und dann gibt es noch die Bundesjugendspiele. Auch sehr spannend, sich mit den anderen zu messen, die jetzt nicht im Leichtathletikkurs sind. Die ziehen wir eigentlich seit mehreren Jahren auch richtig als Event auf, wo eine Riesenstimmung ist und die Sieger der Finalläufe dann eben nochmal geehrt werden. Die saßen in der Siegerlounge mit Alexander Astovic, dem deutschen Hallenmeister auf 60 Meter. Die eigentliche Arbeit beginnt aber erst danach, weil wir natürlich genau alle Ergebnisse nochmal durchscrollen. Wo wir halt einfach schauen, okay, haben wir irgendein verborgenes Talent? Können wir die ansprechen? Der Rieger hat mich aus dem Unterricht rausgezogen und hat mir gesagt, dass ich relativ gut beim Sprinten abgeschnitten habe. Ich wollte es halt auch mal ausprobieren, weil es mir auch viel Spaß gemacht hat. Weil mich der Herr Rieger gefragt hat. Als ich mit Fußball angefangen habe, haben die mir immer geraten, zu Leichtathletik zu gehen, weil die gesagt haben, so, du hast eine gute Ausdauer. Und ich glaube, dass ich durch das Hockey auch eine sehr gute Ausdauer entwickelt habe. Ja, also ich habe halt den Wahlkurs gesehen und dann dachte ich mir, könnte ich mal ausprobieren. Wir haben einfach mit unserem Wahlkurs Angebot, wo wir 2 Stunden Leichtathletik, dann der Rieger noch 1 Stunde Wahlkurs Wurf alleine. Plus wir haben zusätzlich ein Trainingslager, das heißt, wir investieren einfach da unglaublich viel Zeit. Wir sind im Trainingslager in Bad Tölz. Man hat so ein bisschen Erfahrungen sammeln können in den einzelnen Disziplinen noch ein bisschen mehr. Wir haben unterschiedliche Sachen trainiert, Laufen, Ausdauer, Sprint, Start, dann Werfen. Krafttraining auch. Einfach trainiert und dann einfach fit gemacht für das kommende Jahr. Mit allen zusammen im Gruppenraum zu sitzen und dann halt gab es immer ein paar, die Quatsch gemacht haben. Thank you.
Der Jugend trainiert für Olympia Leichtathletikwettbewerb ist eigentlich ein wirklicher Segen für diese Sportart, speziell in der Schule, weil es eben dadurch möglich wird, echte Mannschaften zu formen, was man aus der Sportart eigentlich überhaupt nicht kennt. Ich finde das auch immer sehr cool, wenn man auch mit Jüngeren was zusammen macht, weil die trifft man jetzt nicht so im Schulalltag, sage ich jetzt mal. Wir sind jetzt nicht irgendwie, ja, der ist besser als ich rede nicht mehr mit dem. Daryl, das ist irgendwie das Wundertalent in unserer Mannschaft da. Björn ist sehr, sehr wichtig für die Mannschaft, weil der ist einfach so Multitalent, der kann eigentlich alles. Der einfach gerade Leistungen bringt, wo wir selber den Kopf schütteln, der Rieger und ich. Weil wir sagen, okay, was geht bei ihm eigentlich ab? Ja, Tessa, die ist auf die 800 Meter sehr schnell. Clara, die ist auch sehr ehrgeizig. Die auch im Training jetzt Sachen raushaut, das macht so Spaß mit der. Dann noch der Jonathan, ja, der ist auch ganz lustig manchmal. Dass der einfach mit seiner Art so wichtig ist für uns, weil er einfach die ganze Mannschaft, nicht nur die jungen drei, auch die anderen Mannschaften, und vor allem auch den Herr Rieger und mich immer wieder zum Schmunzeln bringt. Also mit Arthur Johnny ist immer lustig. Jonathan und Arthur. Der mit seiner Stylo-Sonnenbrille und mit seinem Fukuhila auftaucht. Der Carlos, der ist ziemlich gut im Werfen. Weil der auch immer für einen Spruch gut ist, der das Ganze auflockert. Ich fühle mich sehr gut. Es ist ein schönes Wetter. Es ist besser, als dass es übelst heiß ist, finde ich. Auch während dem jetzt Bezirksfinale hat uns auch der Herr Schmidt immer Motivation weitergegeben. Für mich war das neu, weil ich habe noch nie so einen Leichtathletik-Wettkampf gemacht. Aber es hat echt viel Spaß gemacht. Und die Jungs haben sich gegenseitig gepusht, das war der Wahnsinn. Ich denke mal, da hat jeder seine Leistungen abgerufen, sind auch dementsprechend Erster geworden. Zu gewinnen ist ein schönes Gefühl. Und dann war es einfach ein geiler Tag. Die Wochen vor dem Landesfinale, es war wie so ein Knister die ganze Zeit im Hintergrund. Weil es extrem selten ist, dass man wirklich zwei Mannschaften hat, die mit echten Siegchancen in diese nächsten Wochen gehen würden. Und genau deshalb setzen wir gerade alles dran und tauschen uns gefühlt jeden Tag aus. Können wir noch irgendwas bei einer Disziplin ändern? Können wir irgendwen woanders einsetzen, dass wir vielleicht zwei Punkte mehr kriegen? Wir müssen einfach einen Sahnetag auch wieder erwischen, Bestleistungen abrufen. Und wenn sie das tun, dann kann es sehr gut reichen. Und dann kann es nach Berlin gehen. Also ich finde es cool, dass wir letztes Jahr schon Dritter wurden. Ich hoffe, dass wir mindestens Silber oder vielleicht sogar auch Gold gewinnen. Im Landesfinale war es halt auch deutlich professioneller, aber sehr aufregend, weil man fährt dahin. Man weiß nicht, wie sind die anderen, wie schaut's aus. Beim Bezirksfinale ist noch ein bisschen lockerer und alles. Und dann beim Landesfinale macht man sich auch selbst mehr Druck. Ein wichtiges Mädchen von unserer Schule hat uns halt gefehlt, weil sie sich verletzt hatte. Und ich glaube, da waren wir alle sehr geschockt. Dieser Ausfall war natürlich ein massiver Rückschlag, das muss man einfach so sagen. Aber die Staffel war in den Startlöchern, es musste weitergehen. Und die ganzen Schüler, Schülerinnen wissen genau, dass die Coaches aufgeregter sind als sie selber. Vor allem der Herr Rieger, der war da auf jeden Fall sehr angespannt. Ich glaube, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil bei der Staffel kann halt bei den Übergaben sehr viel schief gehen. Bevor es losgeht, ist die Aufregung auf jeden Fall schon da. Aber dann, sobald es losgeht, bin ich immer total fokussiert. Ein Schwurz. Jetzt macht sie das. Boah, gut passiert. Nicht, dass sie noch überholt wird? Nein. Sind Sie noch aufgeregt? Der Wettkampf lief dann eigentlich sehr ordentlich für beide Mannschaften. Nur die Jungsmannschaft ist dann auch auf ein unerwartetes Problem gestoßen, sagen wir es mal so. Ich
Wir bringen gerade ziemlich auf die Fresse. Und zwar haben wir den Philipp-Silber aus Garching. Er haut den Ball auf 87 Meter raus. Na, also natürlich, das hat einen ein bisschen eingeschüchtert. Wir haben trotzdem alles gegeben und weitergemacht, auch wenn der da 87 Meter wirft. Ja. Hoffe ich mal, dass jetzt alles gut läuft. Hoffe ich auch. Ich will ja gewinnen hier. Auf jeden Fall. Du auch? Ab nach Berlin. Zum Beispiel im Weitsprung lief es bei mir gar nicht gut. Ja, und bin schlecht angelaufen. Ich bin noch Johnny. Ah, war nichts, war nichts. Das ist eine super Zeit. Das war die Sophia Weisenhöfer. München! Ja, 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 ja! Komm mal, Arthur! Arthur! Die Daryl hat nicht nur den 75-Meter-Lauf in überragender Manier gewonnen, sondern ist dann beim Hochsprung einfach eine Höhe nach der anderen, als ob sie gar nicht interessiert, gesprungen. Erst bei 1,58 hat sie dann Probleme bekommen in den ersten zwei Versuchen. Und da habe ich ihr drei Korrekturen auf einmal gesagt, die sie alle umsetzen musste. Und sie macht's halt einfach. Ja! Und dann haben wir uns natürlich auch alle gefreut, weil sie die Einzige war, die über diese Höhe gekommen ist. Auch, dass man weiß, dass Daryl jetzt den anderen so gezeigt hat, dass wir dabei sind und dass wir auch was können. Es war toll mitzufiebern, wie die anderen ihre Disziplinen da machten. Ja, let's go! Ja! Hat sich der Herr Schmidt immer gefreut, wenn der Björn über die nächste Höhe gekommen ist. So ein Dreierpack gelaufen und es war dann eigentlich ganz gut, weil ich konnte mich an deren Tempo halt halten und so weiter und irgendwann die dann auch überholen und dann abhängen, genau. Jonathan ist nervös, sehr nervös. Woran merkst du das? Jonathan fragt die ganze Zeit, ob wir Chancen auf eine Medaille haben. Also ich habe halt viele Mitläuferinnen gesehen, die sehr entspannt wirkten und das hat mich natürlich noch gestresst. Und hat sich dann vor und nach den 800 Druck gemacht. Clara ist an dem Tag teilweise gegen zwei Jahre ältere Mädels angetreten und dennoch ist sie genau wie die Tessa in einem irrsinnig schnellen Rennen persönliche Bestleistung über 800 Meter gelaufen. Und trotzdem war eigentlich die ganze Zeit relativ klar, dass es am Ende extrem knapp nicht reichen wird. Silber bei den Mädchen 3-1 geht an das Käthe-Kollwitz-Gymnasium aus München. Geil! Leute, trotzdem. Doch, Silber sieht schön aus. Silber sieht schön aus. Dankeschön. Ja, leider, das musste ich machen. Leider, ausgelost. Nee, eigentlich nicht. Er hat es mir einfach auf den Kopf gesetzt. Die Bronzemedaille bei den Jungen 3-1 geht an das Käthe-Kollwitz-Gymnasium aus München. Dass wir hier als Nicht-Sportschule mit zwei Mannschaften ganz vorne mit dabei sind in Bayern, das ist, denke ich, trotzdem aller Ehren wert. Ich bin eher traurig, dass wir es nicht geschafft haben, anstatt glücklich zu sein, dass wir auf dem zweiten sind, weil es war einfach eine sehr knappe Punktzahl. Und auch bei der Niederlage wird man auch sehen, dass wenn man verliert, dass es wirklich schmerzt und deswegen will man immer weiter und weiter machen. Also Ich find's schade, weil ich wäre sehr gerne nach Berlin gefahren. Vielleicht wird's nächstes Jahr was. Ich glaube, dass man trotzdem mit dem zweiten Platz sehr zufrieden sein kann.